Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. So, und wir sind ja immer noch bei unserer Quimby-Villa. Teil 3 ist nun, wo wir, sag ich mal, das Ende bauen, damit die Villa von außen schon mal fertig ist. Von innen zwar noch nicht, da müssen wir noch einiges machen, aber heute wollen wir sie erstmal fertig bauen. Das heißt, heute ist dran, die Fenster, ein bisschen noch was zu den Schornsteinen wird gesagt, natürlich noch der Eingang zum Gebäude, wie man reinkommt, die Türen. Da habe ich zwei Versionen für euch und dann noch ein bisschen Dekoration um das Haus rum und dann sind wir eigentlich fertig von außen. Ja, ich habe noch ein bisschen was gemacht, so leicht schon angefangen, hier so die Seiten ein bisschen zu bauen. Das zeige ich euch gleich, was ich hier schon ein bisschen gemacht habe. Viel ist nicht geworden, weil ich bin immer so nebenbei noch was anderem spielen. Ist euch vielleicht schon aufgefallen, weil bei Minecraft kommt immer so, es sind große Abstände immer zwischen den Folgen. Das ist immer der Grund, weil ich ziehe auf dieses Spiel. Da wollte ich eigentlich auch noch so ein kleines Video mal zu machen, damit ihr mal sehen könnt, was ich da überhaupt spiele und warum ich da irgendwie so richtig festhänge, warum mich das so richtig reinzieht. Aber ich mache mal einfach ein Video dazu, dann wisst ihr, was ich meine, warum das einen so reinzieht. Aber anderes Thema, das drehen wir irgendwann mal, aber jetzt bauen wir erstmal. Aber bevor wir bauen, kurz hier was zeigen, und zwar beim Eingang, ich habe schon mal die Schrift drauf gemacht. Ich habe das Ganze hier wieder ein bisschen auseinandergeschrieben, weil auch beim richtigen Eingang ist das Ganze so ein bisschen auseinander. Also sag ich mal, eigentlich nicht auseinandergeschrieben, sondern einfach so quer rauf. Mit Banners hat das jetzt nicht gepasst, weil ich sag mal, das Tor ist doch ein bisschen zu klein für Banners. Von daher nimmt man da einfach mal Schilder. Ganz oben, also es ist immer zusammengeschrieben. So eine Reihe hier, ist alles immer zusammengeschrieben. Ich habe es nur so ein bisschen aufgeteilt. Ich stelle mich einfach davor, könnt ihr abschreiben. Mein Englisch ist immer nicht so gut, meine Aussprache hier, deswegen sage ich da einfach mal nichts zu. Steht einfach nur drauf, halt, dass es hier die Quimby-Villa ist, ne? Das Quimby-Arsenal, wo, ja, der Bürgermeister lebt. Ja, dann habe ich hier noch ein bisschen die Mauer noch ein bisschen weiter gezogen. Immer so ein paar Abstände. Die Breite jetzt hier immer so, das sind immer so 8 Blöcke, bevor denn hier wieder so eine Strebe kommt. Ja, dann gibt es ja einmal zur Ecke und... Hä? Hier ist ein Loch drin. Hat sich hier einer durchgebaut? Möchte hier wohl einer zur Quimby-Villa? Wenn die mal wieder ihre Party schmeißen? Naja, wer weiß. Naja, eigentlich habe ich nur hier mich, glaube ich, einmal verzählt, dass es einmal ein bisschen breiter ist. Naja, ich glaube, das fällt aber keinen auf, oder? Ja. Naja, gut. So, dann würde ich sagen, legen wir los, heute hier zu bauen. Viele habe ich hier noch nicht gebaut. Aber bevor ich jetzt anfange zu bauen, noch etwas kurz Gelaber. Und zwar ganz einfach. Wenn wir, sag ich mal, heute hier mit fertig sind, ist natürlich die Frage, wie müssen wir das einrichten? Was soll da alles so reinkommen? Oder auch, wie soll der Garten so ein bisschen gemacht werden? Ich habe hier schon einen kleinen Parkplatz gebaut. Da steht auch schon so ein kleiner Sportplatz da drauf. Ich dachte mir, ah, für den Bürgermeister, oder der hat ja auch, sag ich mal, einen Neffen. Der hat ja eine Vorliebe für Sportwagen. Da dachte ich mir, naja, baust hier so einen kleinen Sportwagen hin, der hier noch eingepackt werden müsste. Da habe ich auch so schräge Parkplätze gebaut. Ich hatte anfangs erst gerade gemacht, aber dachte mir, ach so, gerade, viereckig, das will man nicht in Minecraft sehen. War ich einfach so ein bisschen so schräg. Naja, vielleicht wird sich das noch ändern, ich weiß noch nicht. Muss man mal gucken, was man hier noch hinbaut. Und da ist natürlich eine Frage, was soll unser Bürgermeister bei seiner Villa bekommen? Einmal Räumlichkeiten in der Villa, wie wir es denn noch später einrichten. Was für Räume sollen da rein? Soll ich mich ein bisschen nach den Folgen richten? Na gut, ein bisschen nach den Folgen werde ich mich schon richten, was man da sah, versuche ich mit reinzubauen. Aber da ist ja natürlich nicht alles gezeigt worden. Da kann man ja seine Fantasie noch richtig spielen lassen und gucken, was man da reinbaut. Aber auch im Garten von den Folgen her, hat man kaum was gesehen so richtig, was da so ist. Hinten halt so eine kleine Terrasse und sowas, ein Buffet habe ich mal gesehen in der Folge. Aber ob der jetzt Pools hat, ob er einen Golfplatz hat oder sonstige Sachen, das wurde nicht gezeigt. Von daher können wir alles hier hinbauen. Und da ist natürlich eine Frage offen, was soll hier so hin? Wenn du eine Idee hast, was hier so hin kann, kannst du es gerne unter diesem Video schreiben. Und in der nächsten Quimby-Folge wird dann alles, was, sag ich mal, machbar ist, gebaut werden. Und der Kommentar, wer was vorgeschlagen hat, wird dann auch eingeblendet, damit man mal sehen kann, die Idee ist von dem und dem und ja, kann man mal gucken, was denn hier so zusammenkommt. Auch wie es innen drin eingerichtet werden wird. Ich bin schon sehr gespannt. Ich kann ja auch kurz nochmal reinfliegen hier. Ja, wie man das Ganze einrichtet, ja, da lässt sich wieder ein bisschen was überlegen. Weil ich sag mal, manche Fenster sind auch ein bisschen unterschiedlich von der Höhe. Da muss man wieder ein bisschen rumspielen. Naja, gucken wir mal. Wird bestimmt spannend. Aber ich würde sagen, legen wir erstmal los. Wir müssen ja erstmal das Gebäude an sich fertig bauen. Da ist natürlich dann erstmal die Frage, was brauchen wir heute eigentlich? Dann holen wir uns ganz einfach mal Quarztreppen raus, denn Fichtenholztreppen, davon nochmal die Stufe. Man kann auch natürlich noch eine dunkle Holzfarbe nehmen, das ist dann immer so ein bisschen Geschmackssache. Dann holen wir uns noch Fichtennadeln raus, denn auch Schwarzeichentür
dann holen wir uns noch Holzweithöhlen raus und türkises Glas. Ich habe das jedenfalls jetzt schon verwendet. Ansonsten nehmen halt das Glas, was du natürlich schon verwendet hast. So, dann würde ich sagen, legen wir ganz einfach los und zwar mit den Quarztrimmen. Genau, damit geht es erstmal los und zwar machen wir erstmal noch ein bisschen die Schornsteine anders. Du kannst sie jetzt immer noch erhöhen oder ein bisschen niedriger machen, immer wie es dir gefällt. Aber ansonsten setzt du ganz oben, einfach mal gesagt, Treppen rauf und zwar umgedrehte Treppen, nicht so normale einfach hingesetzt. Denn nein, die drehen wir natürlich einmal um und die machen wir so, dass sie, sag ich mal, immer umgedreht miteinander, sag ich mal, sich verbinden. So, und das ist das Ende des Schornsteins, so sollte es dann aussehen, das macht man natürlich hier noch dreimal. Und wenn wir das geschafft haben, unsere Schornsteine fertig zu machen, gehen wir erstmal auf die Seiten unseres Hauses. Denn da müssen wir jetzt mit den Fichtenholztreppen und Stufen ein bisschen arbeiten. Wir machen immer so ein bisschen Massenarbeit, das heißt immer die Fenster, die eigentlich von der Art gleich sind, die machen wir immer. So sparen wir uns natürlich Arbeit, ne, und auch Zeit. So, wir fangen einfach mal an den Seiten unten bei den zwei Fenstern an. Die sind immer identisch. Natürlich auf der anderen Seite des Gebäudes da hinten kann man schon ein bisschen durchgucken. Sind die zwei Fenster unten genauso aufgebaut. Ganz einfach gesagt, wir setzen einfach mal hier eine Treppe hin, da eine Treppe hin, darüber zwei umgedrehte Treppen. Nicht so, sondern so. Wenn wir das Ganze haben, nehmen wir dann schon die Stufen zur Hand, platzieren die einfach mal unten komplett gerade hin, oben komplett gerade hin und ziehen einfach mal hier so eine kleine Verbindung. Und fertig ist das Ganze. Relativ einfach und auch schnell gebaut. Wir setzen hier erstmal zwei normale Treppen hin, darüber dann einfach zwei umgedrehte Treppen. So, unten Stufen. Dann machen wir oben nochmal die Stufen hin. Und dann, wenn wir das haben, verbinden wir es einfach mal. Okay, aber bevor wir jetzt einfach zur anderen Seite fliegen, machen wir noch mehr. Denn wir schaffen noch ein bisschen mehr. Das heißt, hier oben bei diesem kleinen Fenster setzen wir einfach in der Mitte eine normale Treppe unten hin und eine umgedrehte oben hin. Hier natürlich auch das gleiche Spiel. Und dann einfach daneben und oben setzen wir Stufen hin. Und schon sind diese Fenster auch fertig. Und dieses Spiel machen wir nicht nur auf dieser Seite, sondern auch auf der anderen Seite. Und fertig sind schon mal die Seiten. Ja, wenn wir das haben, gehen wir jetzt schon mal auf die Vorderfront. Denn da machen wir erstmal, würde ich mal sagen, die seitlichsten Fenster. Also diese hier. Ganz einfach gesagt, wir beginnen wieder mit unseren Fichtenholztreppen. Die platzieren wir einfach mal an der Seite so eine normale. Darüber einfach eine umgedrehte. Hier in der Mitte eine normale so nach vorne und eine umgedrehte oben drauf. Und an der Seite hier auch nochmal das gleiche Spiel. Danach nehmen wir die Stufen zur Hand und verbinden einfach mal alles hier. Und fertig ist das Ganze hier. So, und das müssen wir natürlich noch dreimal machen. Ich würde sagen, einmal machen wir es nochmal gemeinsam, damit es halt drin ist. Ne, an den Seiten machen wir erstmal eine normale Treppe, darüber eine umgedrehte. Ah, wir können auch einfach mal synchron hier machen. Zack, puff, da ist es schon. Mitte, ne, normale Treppe, darüber umgedrehte. Verbinden wir den Stufen und fertig. So, auf der Rückseite auch nochmal. Okay, haben wir es auf der Rückseite auch geschafft. Gehen wir jetzt wieder auf die Vorderfront. Denn da geht es weiter mit den unteren Fenstern. Da sollten wir auch auf jeder Seite insgesamt 4 insgesamt haben. Ne? Sag mal jetzt hier vorne 2, Rückseite nochmal 2, also 4. So, da legen wir los, auch erstmal mit den Treppen. Wir fangen einfach an der Seite an. Die erste Reihe lassen wir in Ruhe. Danach setzen wir immer eine Treppe hin, bis wir einmal drüben angekommen sind. Da sollten wir so 4 Treppen hingesetzt haben. Darauf setzen wir jeweils nochmal umgedrehte Treppen hin. Auch wieder bis oben hin. Den Verlauf kennen wir ja schon. Danach nehmen wir nochmal die Stufen zur Hand, setzen einmal unten, immer bei den freien Stellen eine Stufe hin, oben genau das gleiche Spiel. So, und danach verbinden wir einfach mal hier die Streben. Zack, einmal verbunden. So, und das müssen wir natürlich noch dreimal machen. Ich würde sagen, einmal machen wir es noch, ne, damit es halt drin ist. Wie war denn das? Ersten freilassen, danach dann immer Treppen setzen, ne? Zack, hier sollte auch wieder frei sein, haben wir 4 gesetzt. Darüber dann natürlich wieder nur umgedrehte Treppen setzen, bis wir oben ankommen. Und wenn wir das auch haben, mit den Stufen hier einmal oben jede Lücke ausfüllen. Gleiches Spiel hier unten nochmal. Und dann verbinden wir ganz einfach die Treppen miteinander. Okay. So, wenn wir das einmal geschafft haben, gehen wir erstmal wieder auf die Vorderfront unseres Gebäudes. So, jetzt können wir natürlich überlegen, was machen wir? Ich würde sagen, erstmal ein bisschen Massenarbeit. Das heißt, wir nehmen wieder unsere Treppen zur Hand. Fliegen jetzt hier oben hin. Einfach mal bei unserem Pyramidenfenster.
Hier ein gleiches Spiel. Wir lassen die erste Reihe in Ruhe. Danach dann immer eine Treppe setzen, ne? Darüber dann hier auch wieder durchgehend umgedrehte Treppen. Denn einmal hier unten eine komplette Stufenschicht, oben genau das gleiche Spiel und dann verbinden wir einfach mal hier diese Strebe miteinander. So, und das ist eigentlich relativ einfach. Das müssen wir natürlich noch ein paar Mal machen. Immer bei unseren Fünferfenstern. Das heißt, jetzt hier haben wir auch wieder eins. Zack, 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 müssen wir das machen. Relativ einfach, ne? Und auf der Rückseite müssen wir das Ganze auch nochmal machen. Das heißt, wo müssen wir das machen? Sag mal bei diesem, diesen, diesen, diesen und auf der Rückseite müssen wir das Ganze auch nochmal machen. Ich weiß gar nicht, wie viel mal. Ich glaube viermal, ne? 1, 2, 3, 4. Ja, ist schon eine ganz schöne Menge, würde ich sagen. So, wenn wir auch diese Fenster fertig haben, geht es jetzt an die Fenster, die so ein bisschen hervorstehen. Und zwar diese hier. Das haben wir genau zweimal. Einmal auf der Rückseite wie auf der Vorderfront. Wir befinden uns gerade auf der Rückseite. Von daher machen wir das jetzt erstmal als erstes. Das heißt, einfach mal hier setzen wir einfach mal eine normale Treppe darüber um sie hin. So, dass wir an den Seiten immer noch, sag ich mal, so ein Glas haben. Danach setzen wir unten wie oben nochmal Stufen hin und fertig ist das Ganze. So, das machen wir nochmal auf der Vorderfront. Okay, wenn wir das haben, geht's weiter. Jetzt können wir erstmal ausruhen, welche Seite machen wir. Links oder rechts? Ich entscheide mich jetzt erstmal für die rechte Seite. So, denn dieses Fenster unterscheidet sich so leicht ein bisschen wie von diesen. Denn auf der Spiel-App-Version wie auch in so den Folgen war, sag ich mal, ein paar Fenster ein bisschen unterschiedlich. Und das ist ja zum Beispiel eins. Und das heißt einfach mal, wir nehmen hier einfach mal die Fichtenholztreppe zur Hand. Fangen jetzt nicht an, jetzt, dass wir jetzt hier einsetzen, sondern gleich hier an der Seite setzen wir einen ran. Und dann immer einen freilassen und wieder einen ransetzen. Okay, danach setzen wir darauf auch wieder einfach mal umgedrehte. Da ändert sich eigentlich nichts vom Aufbau her. Nur halt, dass wir jetzt mal eine Treppe an der Seite hinsetzen. So, unten setzen wir wie gewohnt dann einfach Stufen hin. Oben genau das gleiche Spiel. So, nur jetzt setzen wir einfach mal an den Seiten hier noch eine Stufe hin. Den lassen wir frei, den lassen wir auch frei und hier nochmal. Sodass an sich beim Fenster hier das dann miteinander verbunden ist. Denn eine Strebe so frei ist. Man kann leider jetzt nicht hier nur so eine Stufe gerade hochsetzen, von daher nehmen wir einfach mal eine umgedrehte Treppe. Ist leider jetzt hier diese abstehende Teil, aber da können wir jetzt nichts machen, aber ich glaube von frontaler Ansicht, das stört das auch nicht so. Ja, und das machen wir nochmal auf der genauen Rückseite auch nochmal. Okay. Ja, jetzt habe ich es ja falsch gemacht. Aber nicht schlimm. Lup, machen wir das hier einfach mal weg. Genau. Ja, da kann man auch ein bisschen rumspielen, ne? Man kann ja allgemein immer sagen, okay, ich will alles verbinden oder so. Naja, kann man sich austoben. Okay. So, jetzt kommen wir hier einfach mal zur anderen Seite. Wir fangen jetzt auf der Rückseite an. Ist jetzt egal eigentlich, kann es auch auf der Vordergrund auch anfangen. Aber wir sind gerade hier auf der Rückseite, von daher machen wir es einfach mal hier. Ja, wir setzen die Treppen wieder wie gewohnt hin, ne? Dass wir an der Seite noch, sag ich mal, eine Glasschicht haben. So, darüber dann auch, immer noch gewohnt, setzen wir einfach mal umgedrehte Treppen hin, bis sie oben anstoßen. Genau. Und dann nehmen wir wieder unsere Stufen zur Hand. Unten können wir einmal platzieren, überall bei den Lücken. Und oben natürlich das gleiche Spiel. So, aufgepasst. Hier verbinden wir jetzt nicht alles miteinander, sondern auch hier nur die Seiten miteinander, dass wir in der Mitte halt einmal noch so frei haben. So, und wenn wir das einmal hier geschafft haben, müssen wir es nochmal auf der Vorderfront machen. Okay, so, dann haben wir das Ganze fertig. Haha, sieht doch schon mal schick aus. So, jetzt kommen wir ja schon langsam zum Eingang. Wir sind auf der Vorderfront, da würde ich sagen, fangen wir auch hier an. Jetzt kommen natürlich zwei Versionen. Bei der einen Version brauchen wir noch Türen, bei der anderen nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen erstmal die mit den Türen. Alle, die Türen haben, können hier einfach mal die Türen hier so ein bisschen so reinsetzen. Dann stapelt hier in der Mitte. Ich habe jetzt nur Stufen zur Hand, ansonsten den Blöcke mal kurz. Zack, hier einfach mal so in der Mitte aus Fichtenholz Stufen mal einfach so mit Blöcken was hin. Darüber Treppen und fertig ist das Ganze. Sieht zwar nicht so ganz atemberaubend aus, aber ich meine halt, wer noch mit Türen gerne arbeiten möchte, kann das machen. Ansonsten gibt es noch eine neue Version und zwar, ich will die jetzt nicht immer ausprobieren, aber jetzt so für dieses Gebäude wollte ich es einfach mal ausprobieren. Und zwar ganz einfach, wir nehmen die Treppe zur Hand, platzieren sie einmal unten hin, denn müssen wir zwei umgedrehte hinsetzen. Ich mache hier wieder alles kaputt, merke ich gerade. So, zwei umgedrehte hin, obwohl ich mache
zwei eine normale so, dann eine noch eine normale und eine umgedrehte. So mache ich mir das. Genau. Unten mache ich dann einfach mal Stufen hin. Darüber auch nochmal bei der Treppe hier Stufen hin. Und ganz oben auch nochmal Stufen. So, und das ist jetzt meine Tür. Natürlich sind noch nicht so richtig fertig. Da fehlt natürlich dann noch so eine Klingel. Ich habe einfach mal an der Seite das eigentlich gemacht. Ist auch schön versteckt. Hinter dieser Säule von vorne. So, da drücken wir einfach auf den Knopf drauf. Plop, bin ich drin. Auf der Rückseite mache ich einfach mal meine Glasblöcke hin. Das Gebäude an sich, wenn du es auch gerne einrichten möchtest, musst du natürlich noch etwas denn so nach hinten reinsetzen. Das heißt, man kann hier auch gut Tapeten und sowas reinbauen. Denn ich sage mal, dir ist ja aufgefallen, unsere ganzen Fenster sind ja so nach hinten ein bisschen überstehend. Finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, weil dann kann man ja wirklich auch mit Tapeten arbeiten. So sage ich mal, von außen ist das Gebäude weiß, aber von innen drin kannst du es dann rot machen, blau machen, nach wie du es gerne machen möchtest. Ja, natürlich muss man dann auch hier, wenn man jetzt diese Art dieser Türen gerne machen möchte, natürlich auch beachten, dass man das Ganze noch dicker machen will. Bei mir müsste ich natürlich dann hier, sage ich mal, dann auch nochmal eine extra Verkleidung machen für das, ja, für die Tür an sich. Werde ich natürlich jetzt hier nicht weiter ausbauen, weil muss ich mal gucken, wie ich das Ganze mache. Aber jedenfalls bin ich jetzt hier so gespawnt. Wenn du natürlich rauskommen möchtest aus dem Haus, musst du natürlich auch wieder einen Spawn nach draußen setzen. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, weil, ja, ich muss erstmal das Ganze hier einrichten, damit ich mal weiß, wie ich das mache. Ganz einfach gesagt, für das Teleportieren brauchst du wie immer einen Command-Block. Blub, ich gehe hier kurz rein. Ist nicht so schwer, jetzt sich hier zu teleportieren im Spiel. Einfach TP, dann @P und dann natürlich die Koordinaten, wo du gerne hin möchtest. Bei mir wäre das jetzt zu diesem Fall der hier. Du siehst oben, ich habe auch die Koordinaten an. Falls du nicht weißt, wie man das anmacht, zeige ich dir das natürlich auch einmal. Wir gehen auf Einstellungen. Spiel und dann steht hier unten schon, hier haben wir es, Koordinaten anzeigen. Ich mache sie jetzt einfach mal aus. Zack, jetzt sind sie aus. Oben siehst du noch so den kleinen Befehl, aber an sich sind die Koordinaten weg. Ja, kann man an- und ausmachen, so weiß man immer, wo man ist. So, wie kommen wir hier raus? Ich gehe einfach mal auf der Rückseite. Hier habe ich auch einen Command-Block versteckt, einfach mit einer Druckplatte. Das empfehle ich dann auch einfach, wenn du es machen solltest mit Command-Blöcken, denn so kommst du natürlich dann auch wieder raus. So, wir sind dann jetzt hier auf der Rückseite angekommen. Hier genau das gleiche Spiel. Entweder machst du was mit den Türen hin oder sagst dir, nein, ich will doch gerne mit den Treppen mir gerne diese Tür so ein bisschen darstellen. Kann man natürlich machen, falls man natürlich keine Command-Blöcke haben sollte bei seiner Version, empfehle ich dann immer noch das mit den Türen. Aber ich finde eigentlich gar nicht mal so schlecht die Idee. Ich werde es jetzt nicht, wie gesagt, bei jedem Gebäude machen, aber zack, bin ich drin. Ich wollte es einfach mal ausprobieren bei einem Gebäude nochmal, dass man da mal so reinkommt. Mal gucken, wie man das Ganze denn einrichten kann. So, dann ist das Ganze fertig. Natürlich fehlen jetzt noch hier diese zwei Fenster. Die müssen wir natürlich noch einmal machen. Ja, und bei den Fenstern habe ich mir einfach mal gedacht, machen wir einfach mal unten Stufen hin, oben auch nochmal Stufen und dann so eine kleine Versetzung hier so rein, so eine Strebe. Auf der anderen Seite machen wir genau das gleiche Spiel. Zack, unten Stufen, oben Stufen. Und dann auch hier so eine kleine Versetzung, so eine kleine Strebe. Kann man natürlich so machen, dass sie so in die Höhe geht, zum Eingang oder niedriger, wie man gerne machen möchte. Ja, so, dann sind wir eigentlich schon mit den Fenstern fertig. Und dann heißt es jetzt ein bisschen Dekoration. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal auf der Vorderfront an. Ja, ich nehme jetzt einfach Fichtennadeln, da kannst du natürlich auch deine Lieblingsblattfarbe nehmen. Ich nehme die jetzt einfach mal, weil sie schön dunkel ist und sich doch ein bisschen abhebt vom Gebäude. Wir fangen einfach mal hier an der Seite an, setzen hier einfach mal vier Büsche hin. Das Ganze mache ich immer zwei dick. Zack. Kannst natürlich hier auch einmal offen lassen. Wie, also ich lasse jetzt hier einfach mal einmal offen, weil ich mir hier so... hier ist so der Rand der Straße und da mache ich einfach mal einmal zur Seite noch offen. Ja, so, dann würde ich sagen, geht's einfach weiter. Wir lassen dann einfach mal vier Blöcke Platz und setzen wieder vier hin. Können wir ja noch ein bisschen dicker machen, weil auch bei der Spiele-App und auch an sich beim Gebäude sind so Büsche so ein bisschen ringsrum gemacht. Ich weiß aber nicht, wie du das Gebäude baust, ob du jetzt auch so machst wie ich jetzt, so ein kleines Areal, ne, mit Garten und so, weiß nicht, wie du das hier halt baust. Aber falls du es dir einfach so dicht an der Straße baust oder wie auch immer, kannst du es ja ein bisschen mit Büschen an den Seiten verkleiden. Ja, so, jetzt haben wir natürlich dann hier wieder einen Busch hingesetzt, lassen wieder vier Blöcke Platz und setzen diesmal aber nur drei hin. Weil wir sind ja hier schon am Rand und es sieht halt immer doof aus, wenn der Busch genau mit dem Haus glatt abschließt. Von daher machen wir einfach nur drei hin, aber sollte trotzdem zwei dicke haben. So, dann kommen wir jetzt einmal zur Seite. Hier an der Seite lassen wir einen Block Platz, setzen hier vier Büsche hin, ne, immer zwei dick machen. Und dann haben wir noch hier so drei Platz. Das reicht uns auch. So, hier auf der anderen Seite gleiches Spiel. Ja, gut, jetzt hier von der Mitte müssen wir drei Blöcke ausgehen. Setzen wir hier wieder vier Büsche hin. Einen haben wir noch hier, dann haben wir zwei dick. Okay.
So, kommen wir auf die Rückseite. Ist eigentlich immer synchron, so ein bisschen wie auf der Vorderfront. Wir setzen hier einfach mal 3 Büsche hin. Ne, hier einen haben wir noch hier. Dann lassen wir 4 Blöcke Platz. Setzen 4 Büsche hin. Zack. Dann lassen wir wieder 4 Blöcke Platz und setzen 3 Büsche hin. Warum 3 Büsche? Weil hier ist schon unsere Terrasse. So, andere Seite geht es genauso los wie jetzt da. An der Terrasse müssen wir natürlich jetzt die 3 Büsche ansetzen. 2 ja dicke, 4 Blöcke Platz, 4 Blöcke hinsetzen. Und so zieht sich das halt hin, bis man natürlich hier an die Seite wieder ankommt. Hier kommen natürlich wieder nur 3 Büsche hin, damit wir, sag ich mal, hier so einen kleinen 4er Abstand haben. Und hier, ne, damit das nicht genau mit dem Haus abschließt. So, auf der Seite hier, ne, auf der normalen Seite des Hauses, setzen wir einfach mal 4 Büsche hin. Einen lassen wir hier frei, ne? 3 haben wir hier. Da müssen wir hier auch natürlich auch wieder 3 lassen. 4 hinsetzen. Zack, haben wir hier wieder so ein 2er Busche. Ja, und das zieht sich halt hier hin. Auf der Seite eigentlich genau synchron, wie wir es schon haben. Da nimmt sich nichts viel. Ne? Immer 4 Blöcke Abstand lassen. Und dann passt das Ganze. So, hier vorne, ich weiß jetzt nicht, jetzt habe ich hier natürlich gleich mal eine Begrenzung. Gut, kann man so leicht überstehen lassen. Naja, das kann man sich dann noch ein bisschen ausschmücken. Vielleicht machst du ein paar Grasbüsche hin oder sonstige Sachen, ne? Da kannst du so ein bisschen mit rumspielen. So, ansonsten nehmen wir jetzt noch unsere Holzfalltüren. Das ist jetzt, sage ich mal, nicht aus der Spiele-App. Weil es wurde ja gewünscht aus der Spiele-App, aber ich habe auch ein bisschen halt aus der Folgen des Simpsons geguckt, wie das Gebäude aussieht, auch von innen drin. Ich weiß nicht, ob ich da alles dann innen drin auch so bauen kann, wie sie es gezeigt haben, aber man muss es immer einmal ausprobieren. Trotz alledem ist am Gebäude noch was dran, und zwar so, wie heißen das? Rolli? Nee. An den Seiten halt beim Fenster sind noch solche Fensterklappen. So, das machen wir einfach mit Holzfalltüren, stellen wir das Ganze ein bisschen nach. Muss man nicht unbedingt machen. Das kann man machen, wenn man echt so ein bisschen kleinig sein will, wie das halt in meiner Folge gezeigt wurde. Und ich mache das einfach mal. Das war jetzt auch nicht bei jedem Fenster. Das war, sage ich mal, jetzt an den Seiten unten einmal, aber auch nur auf der Außenseite war das zu sehen. Und wenn wir auf der Vorderfront sind, war es denn auch nur noch bei der zweiten Etage bei diesem Fenster. Aber hier war es denn von beiden Seiten. So, das macht man natürlich dann nochmal auf der Rückseite machen. Wie? Zum Beispiel jetzt auch noch hier bei diesem Fenster. Da war es auch nochmal, dass hier einfach solche Klappen an den Seiten waren. Ja, und dann war es das eigentlich auch. Wir machen hier nochmal kurze Zeitraffer, ne? Wie gesagt, jetzt hier bei den 2 großen Fenster, nochmal auf der Rückseite und dann natürlich noch hier unten an den Seiten. Tja, und schon ist das Gebäude an sich fertig. Ich würde mal sagen, wir löschen einfach mal plupp unser Inventar und gucken uns die Villa einmal noch genau an. Ich fliege ja einfach nochmal eine Ehrenrunde rum. Jetzt ist das Haus fertig. Du kannst es gerne einrichten oder auch einfach nur verkleiden. Ne, verkleiden ist einfach, du haust einfach hinten an den Glasblöcken irgendeine andere Blockfarbe ran. Am besten irgendwie eine blaue oder, ne, dass es halt ein bisschen so aussieht. So wie jetzt bei diesem zum Beispiel. Ne, das ist ja natürlich jetzt hier eh nur so ein kleiner Vorbau, aber das sage ich mal, man ins Gebäude nicht reingucken kann, sondern einfach, dass dahinter so blaue Wolle knallt oder blauen Beton, ne? Dass man da einfach nicht reingucken kann, falls du es natürlich nicht einrichten möchtest. Ich werde mich jetzt so langsam irgendwann mal ranmachen, das einzurichten. Und ich glaube, mich zieht sowieso gleich wieder zu Sea of Thieves hin. Ich werde mal versuchen, ein Video zu machen. Ich möchte eigentlich da immer zu eins machen, aber irgendwie werde ich doch immer von abgehalten. Aber ich mache eins auf eins. Ja, damit du mal siehst, was mich eigentlich immer vom Minecraft-Spielen so zur Zeit abhält. Ja, gut. So, ansonsten ne, Vorschläge, was alles in die Quimi wieder rein soll, einfach unter das Video. Und dann suche ich mir was raus oder guck, was alles umsetzbar ist. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann einfach zur nächsten Quimi-Villa-Folge. Und dann wird es auch langsam mal Zeit wieder für was Neues. Wir hängen ja schon ein bisschen lange jetzt an der Quimi-Villa. Und ja, so, dann war es das Ganze. Ich würde sagen, ziehen wir das Video nicht so lange in die Länge, stellen uns wieder vor. Und dann war es das Ganze. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Also haut's rein. Und, obwohl, warte. Eins muss ich noch sagen. Link findest du in der Videobeschreibung, wie du zum nächsten Teil kommst. Und ja, so, jetzt war's das. Also, haut's rein und jo, tschüss.